Eure hässliche Kackfresse wieder am Start. Es hat einen Grund, warum ich jetzt noch nicht bei Wachtelmiss bin. Ihr werdet ihn gleich erfahren. Ich bin nämlich hier am Insider-Ort. Am Ende des Videos werdet ihr noch, werde ich euch aufklären, was mit Insider-Ort gemeint ist. In diesem Video werde ich, wie ihr es euch denken könnt, den Wachtelimbiss testen. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Haut mal raus, wo ich sonst noch hinfahren soll. Dieses letzte Video ist gut angekommen, wie ich finde, hat mir gefallen. Ihr habt auch gute Vorschläge gemacht, aber haut mal raus und nehmt ganz Deutschland gerne. Nehmt ganz Deutschland gerne in, keine Ahnung, wie man es nennen soll, berücksichtigt ganz Deutschland. Ich fahre überall hin. Wenn das Video gut geliked wird, gute Klicks bekommt, kommentiert es ordentlich, haut einen Daumen raus, leitet es weiter und dann bin ich bereit, sonst wohin zu fahren. Ich fahre auch nach München, um irgendwas zu testen, ballert es raus und jetzt werde ich ein Stück weiterfahren nach da oben und dann geht's in Wachtelimbiss. So, jetzt gucken wir mal. Ich muss mich ein bisschen mit der Kamera führen. Also ich habe immer noch keinen Gimbal am Start. Ich versuche jetzt mal ganz in Zeitlupentempo reinzugehen, damit das nicht so doll ruckelt. Schlecht vorbereitet, also oben seht ihr schon, Fleischwaren aus eigener Herstellung. Prächtig, mächtig, schmächtig. So, gehen wir mal rein. Also guckt euch diese Kameraführung an, also das ist ein Traum. So, hier geht's los, heute ist Einarbeitung. Also ich habe schon nachgefragt, es gibt Einarbeitung, deshalb konnte ich hier jetzt nicht irgendwie vor Ladenbeginn kommen, sondern muss jetzt tatsächlich, während der Laden auf ist. Also ihr müsst euch darauf einstellen, Gäste sind da, ich kann heute keine Scheiße labern. Also keine Frauenstories, keine Mutterstories, heute ist alles easy. Also eins muss ich zu dem Laden hier nochmal eben verlieren. Also jetzt einmal kurz, damit ihr seht, wie das aussieht. Hier zocken ein oder andere Leute mal, was ich nicht unterstützen kann, ich sage jetzt noch nicht wer. Ja, also kleiner, bescheidener Laden. Fleischwaren aus eigener Herstellung. Also ich würde mal sagen, ihr Geheimrezept ist, dass die Sachen wirklich aus eigener Herstellung sind. Alles produziert, die Currywurst, alles selber. Also nicht irgendwie Großhandel eingekauft oder so, sondern ja, alles eigene Herstellung. Und dann gucken wir mal, was die Currywurst so hergibt. Irgendwoher kennen wir uns noch. Ich weiß aber nicht mehr genau, wo. Von hier wahrscheinlich. Nur von hier, ne? Ich weiß es nicht. Mir ist so, als hätten wir schon mal eine Bekanntschaft getroffen. Nein. Nee? Ja, wer weiß. Wer weiß. Das kann immer werden, ne? Ja, also ich sag immer, ich bin für alles offen. So. Das ist Standard bei mir. Was würden Sie denn sagen, so von sich aus? Was ist das Geheimnis? Warum kommen so viele Leute hierher? Warum besteht der Laden so lange? Warum schmeckt das so gut bei Ihnen? Naja, weil es gut schmeckt und weil es aus der eigenen Schlachterei ist. Das ist so, ne? Ja, das kann man so sagen. Nee, hier ist alles am Stück noch. Und jetzt hier nochmal eben meine Bestellung. Und zwar hätte ich gerne einfach ganz traditionell Currywurst Pommes mit Ketchup Mayo. Und, möchtest du was trinken? Nee, tatsächlich diesmal nicht. Ja. So, dann nehme ich mal Platz schon mal, ne? Wartezeit, schlimmste Zeit, Leute. Also ich muss mich auch, wie gesagt, zusammenreißen. Also es wird hier nichts Verkehrtes von mir geben. Ich muss mich in der Wortwahl üben. Es sind andere Gäste anwesend, aber ich kann nur eins sagen. Bei mir ist immer so, müsst ihr euch vorstellen, ich finde das ein gutes Beispiel. Wenn ich Hunger habe und ich habe heute noch nichts gegessen, es ist übrigens erst 11:15 oder so, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt. Und es ist so, wie wenn die Frauen ihre Tage haben. Das kann ich euch sagen. So ist es bei mir. Also wenn ich Hunger habe, drehe ich komplett ab. Also nicht, dass die Frauen dann komplett abdrehen, das will ich damit nicht sagen. Sind vielmehr noch eher eine bessere Version der Frau. Direkter, ehrlicher. Das wollte ich damit sagen, liebe Frauen. Ja, aber jetzt warte ich und ich habe Hunger. So, Essen fertig. Wie im Imbiss üblich, so wie es sich gehört, ist natürlich nicht Selbstbedienung, Selbstabholung. Da ist das gute Stück. Und damit meine ich die Frau und und die Currywurst Pommes. Deine Daten müssen wir nachher noch aufnehmen, ja? Was müssen wir noch aufnehmen? Deine Daten, ja, klar, machen wir. Das machen wir. Mit Telefonnummer denn, ne? Ja, mit Telefonnummer. So, da ist es, da ist es. Also, es sieht aus wie eine Currywurst-Pommes. Es ist eine Currywurst-Pommes. Ich sag mal jetzt, was will man dazu sagen? Da brauche ich jetzt auch nicht großartig Worte zu verlieren. So sieht, denke ich mal, fast überall aus. Manchmal gestückelt, manchmal nicht. Es geht los. Der Live-Test mal wieder. Der berühmte Live-Test. Was muss bei Currywurst-Pommes stimmen? Currywurst, wie ich finde, kross, also schön knackig. Pommes auch knackig. Das Gewürz muss natürlich auch stimmen. Es gibt viele Drecksgewürze, so für Currywurst-Pommes schmecken überhaupt nicht. Mayo, Ketchup, also es ist eine Symbiose. Man denkt immer Currywurst-Pommes, oh, das geht ja leicht, aber da muss alles zusammenspielen. 11 Uhr morgens, Frühstück, bei 20 nach 11. Transir.
Also ich esse ja fast nie Schwein. Currywurst ist halt nur mal Schwein. Aber Schwein schmeckt auch einfach gut. Man kann es nicht anders sagen, ich esse es nicht gerne ernährungstechnisch, aber es ist gut, es schmeckt einfach gut. Pommes frittiert, Currywurst kross, das kann ich schon mal sagen. Finales Urteil kommt natürlich gleich. Also bevor ich jetzt zu Ende esse, ich gebe jetzt einfach schon mal das Urteil ab, weil ich kann es sagen, es ist eine dicke Portion. Und das ist auch sonst, ich habe jetzt 2 Jahre nicht hier gegessen, aber es ist immer eine dicke Portion. Pommes kross, Currywurst kross frittiert, wunderbar. Das ist wahrscheinlich jetzt rausgeschnitten, aber ich habe mich gerade angerotzt. Ketchup sehr gut. Mayo sehr gut. Kann man auch viel falsch machen. Wie oft irgendein Billig-Ketchup, irgendeine Billig-Mayo gekauft. Optimal. Currywurst aus eigener Herstellung, was will man sagen. Einfach top. Aber für eine Currywurst-Pommes ist es einfach lecker. Also es ist immer noch in Anführungszeichen nur eine Currywurst-Pommes. Ich habe schon oft eine gute Currywurst-Pommes gegessen und das ist auch eine gute Currywurst-Pommes. So, das ist mein Urteil. Und jetzt kommt was für die Insider. Fleischerei Wisbitzki, das ist nämlich die Fleischerei, wo letztlich die Currywurst herkommt. Und die ganzen Fleischwaren, die ihr im Wachtelimbiss esst. Und da werde ich jetzt nochmal reingehen. Mhm. Guten Tag. Das ist oldschool hier. Also ich möchte nicht, also ich frage es einfach gleich mal. Ich weiß nicht, wie lange die Fleischerei hier schon besteht. Da, ihr Sohn kommt. Ah, perfekt. Alles klaro. Moin, moin. Moin. Sie sind vorgewarnt. Perfekt. Also Herr Wisbitzki. Ja. Ja, perfekt. Ich war eben oben bei Ihren Imbiss, habe schon eine Currywurst gegessen, und habe ein kleines Video draus gemacht. Vielleicht hat Ihre Mutter war das wahrscheinlich, ne? Das war meine Mutter. Ja, hat sie schon vorgewarnt, ne? Ja, und ich wollte einfach kurz die Fleischerei kurz zeigen, die dazugehört. Die ist ja Deutschland bekannt jetzt quasi. Ja. Und wollte noch eben fragen, wie lange besteht denn überhaupt die Fleischerei hier schon? Gebaut wurde die Fleischerei 1953. Ja, okay. Und seitdem läuft sie ohne Wenn und Aber. Ja, genau. Mein Opa hat sie gebaut damals. Das ist der Opa, ja? Nee, das ist mein Vater. Ach, das ist der Vater. Nee, das war nur, ich bin nur immer so verplant. Darf ich nicht persönlich nehmen. Könnte auch der Bruder sein. Ja. Okay. Ja. Okay, und der Wachtel-Imbiss, seit wann steht der? Seit 78. Seit 78? Okay. Ja, also. Aber in den 90ern war der Umbau. Ja. Erweiterung. Also richtig Buxtehuder Tradition hier. Schon. Ja. Dreimal so lang, wie lange ich lebe fast. Okay, das war jetzt gelogen. Ja, film mich immer noch. Das ist ja die Currywurst, die wir auch im Imbiss essen, ne? Die hier vorne ist? Oder? Genau. Ja. Also wirklich genau das gleiche. Da kann man ja sagen, ich filme das hier nochmal ab. Also falls ihr essen geht beim Wachtelimbiss und für eure Kollegen oder sonst was nochmal Wurst mitnehmen wollt, Currywurst als kleines Geschenk, dann auf jeden Fall an die netten Herrschaften wenden. Ja, Fleischerei Wisbitzki, Traditionsbetrieb. So, jetzt geht's nochmal raus. Für die Insider. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ihr kennt das Spiel, bitte gerne kommentieren, liken, weiterleiten, nochmal angucken, durchlaufen lassen, alles. Watchtime ist immer wichtig für mich. Ich sag danke fürs Zuhören und wie schon am Anfang erwähnt auch, haut raus, wo soll ich hinfahren? Mir ist scheißegal, ganz Deutschland, ich bin bereit. Wenn dieses Video natürlich gut ankommt, ich brauche ein paar Klicks, muss sich natürlich auch irgendwie für mich lohnen. Ja, und dann sage ich bis zum nächsten Mal.